Na gut. Was haben wir denn hier? Schallgedämpfte Pistole für leise Killer. Entschuldigt, aber... Ich muss mal ganz kurz in die Verbesserung reingucken. Polierter Lauf. Gegengewicht. Die normalen Pistolen sind aber nicht schallgedämpft, denke ich. Aufsätze 0 von 2. Ach, die Schalldämpfung ging anders, ne? Die Schalldämpfung ging über irgendeinen Gegenstand, den man kaufen musste, glaube ich. Apropos Nebenmission, wirst du das ein oder andere DLC-Grab machen? Sind ja auch vereinzelt in der Spielwelt mit Storyfahren. Ja. Wenn ich dran vorbeikomme, ja. Und ich glaube, wir kommen sogar jetzt demnächst an eins. Bin mir aber nicht ganz so sicher. Ich glaube, eins war doch schon hier mit, dass es hier losging in der Stadt. Aber ja, beabsichtigt ist, die DLC-Gräber mitzumachen, wenn sie, wenn ich sie finde. Also die Betonung liegt auf, wenn ich sie finde. Ich glaube, ich nehme die Waffe hier. Guckt euch mal die Werte an. Also im Vergleich zu der Standardwaffe, die man hier so kriegt, warum soll man denn da eine andere nehmen? Genauso wie hier. Gut, beim Standardbogen bleiben wir. So. Eine Twitter-Kletteraxt? Wie Twitter? Wo hast du Twitter-Kletteraxt gelesen? Kletteraxt Gold-Edition haben wir. Guck mal hier. Eigentlich sieht die auch nett aus. Ansonsten Stein und ja. Aber trotzdem, ich finde, die DLC-Sachen, die man kriegt, machen das gesamte, sie haben hier einen Gegenstand gekriegt, im Spiel eigentlich überflüssig, ja, also mal so grob formuliert, weil man eben bessere Waffen teilweise über die DLCs schon kriegt und man muss gar nicht mehr was austauschen, so gefühlt. So. Gut. Die DLCs, ich habe sie ja zum Teil, also ich muss mal anders sagen, ich habe das Spiel gespielt, als es noch im Release-Stadion war. Da waren die DLC-Gräber noch nicht drin. Michiko, weißt du zufällig, ob es wirklich NPCs gibt, die Gräber starten als Quests oder muss ich die zufällig in der Welt finden, die DLC-Gräber, wie die sind? Werde jetzt beim zweiten Durchlauf auch mal mehr die DLC-Waffen nehmen, auch wenn man sie selten braucht. Ja, wie gesagt, die DLC-Waffen, ich habe ein bisschen den Eindruck, sie sind in dem Spiel ein bisschen stärker als in anderen Spielen, weil in anderen Spielen habe ich oft den Effekt, dass ich sie gar nicht brauche. Aber was soll's. Ja, gibt es. Ich weiß nur nicht, ob bei allen Gräbern. Okay, danke für die Info. Wir werden es ja dann sehen. Also, ich hoffe, ich komme an den NPCs vorbei und quatsch mit denen. Und dann werden wir es ja auch sehen. Wo ist denn hier? Wo ist denn Pablo? Ach, hier ist er. Hier wollte ich nochmal hin. Der Kollege ist weg. Der Fernseher läuft noch. Stromverschwendung. Echt frech. Okay. Wir werden es sehen, ne? Also, es gibt ja in der, im Startbildschirm so eine Übersicht der Gräber. Und ich glaube, da steht auch, ob man sie dann gemacht hat. Wir werden das dann sehen, ne? Du bist neu hier, hm? Tja, hast einen höllischen Sturm verpasst. Ich hatte durchaus auch damit zu tun. Der Wind hat den Dschungel verwüstet, hat Bäume umgeknickt und ein paar Häuser einstürzen lassen. Es gab Stromausfälle. Das tut mir leid. Ist ja nicht deine Schuld. Fürs Wetter kann niemand was. Doch, in dem Fall schon. Ja, in dem Dorf hier sollte zum Beispiel auch jemand auftauchen, der mir eine Mission gibt. Ja, das weiß ich noch, weil bis dahin hatte ich es mal irgendwann. Ich glaube, den allerersten DLC habe ich damals sogar noch gespielt. Nachträglich. Aber da hatte ich gelesen, wo startet denn das ganze Ding und da war es hier in diesem Dorf, ja. Aber ich weiß nicht mehr wo. Also deswegen, alles gut.
Wir sind ja aber auch noch nicht wirklich lang hier. Wir haben ja bisher nur diesen einen Nebenquest gemacht. Und was bist du denn hier für einer? Ah, bist du neu hier? Dann red mal mit Abigail. Sie will alle Neuankömmlinge hier sehen. Du meinst Abby? Wir kennen uns. Sie war sehr hilfreich. Ah, so ist unsere Abigail. Immer da, um einen Generator zu reparieren oder einen Streit zu schlichten. Sie ist unsere Bürgermeisterin, inoffizielle Ladenbesitzerin, die Hälfte der Freiwilligen Feuerwehr. Und glaub mir, du willst dich nicht mit ihr prügeln. Ich frage mich, wie sie das alles auf die Visitenkarte kriegt. Okay, dann viel Glück mit allem. Ja, als ob sie nicht wüsste, was eine Visitenkarte ist. Also bitte, Kinder. Oh. Ich glaube, hier geht's raus. Ich habe das Ende des Dorfes erreicht. Na gut, Hat doch jeder heutzutage. Wenn keine echte, dann wenigstens eine digitale. Ja, so in der Richtung. So, ich war hier noch nicht, glaube ich. Ja, da drüben waren wir, aber wir sind hier die Ecke noch nicht lang gelaufen. Oh, wenigstens haben sie Farbe gefunden. Guten Tag, ich gehe freiwillig gerne in fremde Hütten und sag Hallo. So, seht ihr, hier, da sitzt doch jemand sehr Nettes. Der Dschungel nimmt sich, was er will. Es ist schwer, ihm Geheimnisse zu entlocken. Aber ich habe eins gefunden, glaube ich. Wirklich? Das Dorf hat viele Schichten. Zieht man eine ab, stößt man auf die nächste. Und noch eine. Es scheint eine lange Geschichte zu haben. Manchmal frage ich mich, ob es in irgendeiner Form schon seit dem Anbeginn der Zeit hier war. Du bist anders als die anderen. Welche anderen? Na, alle. Männer, die nach Öl und Gold suchen. Und alles mitnehmen, was sie tragen können. Ei! Cool, wir haben eine Krypta-Info bekommen. Brief von Trinity. Halten Sie die eingeschränkte Verteilung von Vorräten bei. Wenn wir das Gebiet durchqueren, ist es für alle das Beste, wenn sich ihre Leute über ihre nächste Mahlzeit oder das Fieber der Kinder Gedanken machen, anstatt über das, was außerhalb des Dorfes geschieht. Sobald unsere Untersuchungen in der Gegend abgeschlossen sind, werden Sie von uns, wie versprochen, 24 Monate lang die doppelte Menge an Rationen erhalten, die Ihnen Care derzeit zukommen lässt. Vorausgesetzt natürlich, Sie halten Ihren Teil der Abmachung ein. Herzlichst, Estella Diaz, Leiterin der Abteilung für kommunale Hilfsprogramme, Trinity Orden. Charmant. Trinity ist ja so charmant und nett. Okay, wie komme ich jetzt zur Krypta? Und vor allem, wie komme ich an den komischen Adler? Eins nach dem anderen, bitte. Erst die Krypta, ne? Die Krypta soll dort sein. Blick mal auf die Karte werfen. Wandgemälde, ja. Frage. War ich da und bin ich etwa nicht reingelaufen? Das ist doch das Gebiet, in dem ich gerade die Söldner eliminiert habe, die Wachen da, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Geh mal hier lang. Hier war ich noch nicht lang gelaufen. Das ist eine andere Stelle. Okay, dann muss es ja hier sein, weil das ist, das wäre hier. Kann ja nur noch hier sein. Ja, hier. Okay, jetzt wird es wieder gruselig, unheimlich dunkel. Wahrscheinlich eine Mischung aus allem drei. Na, Gott sei Dank habe ich das besser schwimmen schon gelernt. Das länger Luft anhalten und alles. Ich wusste, warum ich es lerne. Ah.
Der Pferdeschwanz sitzt. Okay. Bitte erinnert mich, wenn ich aus der Krypta raus bin, dass ich noch gucke, im Dorf gab es Adler, also Adlerfedern. Und ich glaube, die brauchen wir noch für irgendwas zum Herstellen. Deswegen erinnert mich bitte dran, dass wir gucken, dass wir da ankommen. Jemand hat den Weg verbarrikadiert. Ja, warum denn? Ist da was Unfreundliches auf der anderen Seite? Molotow. Oh. Ja. So. Licht. Lara, mach doch mal... Danke. Mach doch mal deine Taschenlampe an. Wie gesagt, ich finde es immer noch schade, dass man nicht wie in Tomb Raider... Ich weiß gar nicht, ob es in Underworld auch war, aber in Legends weiß ich, da gab es eine Taste, da konnte man die Taschenlampe einfach anmachen. Ich finde das schade, dass das hier in dem Spiel nicht drin ist. Dass es nur von ihr vorgesehene Stellen gibt, wo sie die Taschenlampe anmacht. So, also, seid ihr bereit, eine wunderbare Krypta zu erkunden? Das ist mir eine rhetorische Frage, weil ich gehe trotzdem rein. Aber seid ihr trotzdem bereit, euch den Abenteuer zu stellen, die wir jetzt hier in diesem wunderbaren, verlassenen Ort erfahren werden? Nein! Hey! Ihr habt gesehen, sie hat das Seil noch geworfen. Oh, warum? Okay. Lara, das war eben geil. Du wirfst das Seil für nirgendwo. Jetzt aber bitte mal. Zu spät. Nee, zu früh. Es war zu früh geworfen. Sie war zu weit weg zum Treffen anscheinend. Okay, aber du bist bereit, uns diesen Ort... Hier wohnt Batman, die Fledermaus kam schon vorbei, ihr seht's. Aber trotzdem ist das gemein. Dieser Raum hat sich besser gehalten als der Rest der Höhle. Nett hier. Die vielen Schädel. Es ist richtig kuschelig hier. Ach, da ist ja schon der Sarkophag. Ging aber schnell. Wie komme ich jetzt raus? Was kriege ich denn für eine schicke Montur? Mhm. Die 7-Meilen-Stiefel. Na, das ist doch mal wieder typisch. Wir sind 7 Meilen, musst du gehen. Oder so ähnlich. Ja, sie wird jetzt hier sterben. Das kann nicht der richtige Ort sein. Muss einen anderen Ausgang geben. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Ich gehe nochmal zurück. Hab ich hier was übersehen? Irgendwas zum Klettern? Nein. Sie auf die Schlangen rauf? Ich sehe auch nirgendwo, dass irgendwas gemalt worden ist. Also normalerweise markieren die ja immer die Wege. Aber das scheint hier nicht der Fall zu sein. Okay. Da geht's nicht runter. Da geht's auch nicht runter. Vielleicht kann man da klettern. Ich probiere es mal. Wenn ich jetzt sterbe, sterbe ich.
Hey. Okay. Es war ein Versuch und er hat geglückt. Okay, okay, okay. Bisschen kreativ muss man hier sein. So, dann da lang. So weit, so gut. Ah. Jo. Okay. Okay. Also ich muss sagen, die Kryptas haben es in sich. Auch die Rätsel insgesamt haben es in sich. Wenn ich das mal so sagen darf. Aha, Karten. Gut. So. Uff. Uffi. Wo bin ich denn nun? Ist das noch der richtige Weg? Oder wo bin ich denn jetzt gerade? Ah ja, 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 ja. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ja! Um einmal im Kreis zu laufen, oder? Moment, Karte. Ich glaube, ich muss hier lang. Ach ja, sie war ja vorhin getaucht, ne? Ich erinnere mich, sie war ja getaucht. Ich sagte ja noch, na Gott sei Dank habe ich das gelernt. Mit dem Schneller. Moment, ich muss mal kurz. Das ist wichtig. So. Also, dann haben wir jetzt das. Okay, und jetzt geht's, glaube ich. Ich muss mal kurz den Weg finden. Ist das? Okay. Hier lang. So, schafft sie. Jo, jetzt endlich. So. Uff. Fast verlaufen. Aber auch nur fast. Sehr schön. Okay, jetzt aber die Frage der Fragen. Das ist das, was ich vorhin sagte. Guckt mal, hier gibt es nämlich einen Adler als Symbol. Der muss ja dann da oben irgendwo ein Nest haben, oder? Oder allgemein irgendwo ein Nest haben. Mal gucken. Oh. Jonah, hier sind Inka-Ruinen, aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja. Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut. Sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Ja. Ich bin gleich da, Lara. Muss ich ihn abschießen? Ich kann... Ich probiere es mal mit einer normalen Schusswaffe. Wartet mal. Pfeil fliegt nämlich nicht so gut wie das. Und? 6! Ja, 6 Adlerfedern. Perfekt. So, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere... Oh. Ich würde sagen, hier ist doch der Markt irgendwo. Aber erstmal... Ein Fähigkeitspunkt.
Okay. Ah, ja, ja, ja. Hier ist der Markt. Genau. Hi, Händler. Tauschen Sie Ressourcen und andere Waffen oder Waren. Gefällt dir irgendwas? Ach, ja. Okay. Pistolenschalldämpfer, den kaufe ich schon mal. Ja, so macht man Geschäfte. Munitionsbeutel, ja. Das ist praktisch das Upgrade-System im Spiel. Gewehrmunition, das können wir uns beides auch leisten. Wahl. Viel Spaß. So, Bergungsgut lassen wir weg. Munition finden wir alles noch. Standardfall, die lautlose Zielerlegen, geräuschloser Fall, sehr schön. Waffen lasse ich erstmal weg, weil sie nämlich so teuer sind. Wie sieht denn das eigentlich aus hier mit dem Verkaufen? Es sind ja endlich auch die Sachen, die man zur Herstellung nachher braucht. Also würde ich das lassen und das hier können wir uns leider momentan nicht leisten. Man müsste es ja auch erstmal freischalten. So, niedlich finde ich, sie hat jetzt auch diese Täschchen da an dem Gürtel. Ja, also nur mal so, was sie kauft, hat sie nachher auch an der Kleidung irgendwie dran. Okay, so, dann rede ich mal mit dir. Ich höre, wie sie in der Tiefe rufen. Die Stimmen, die alten Götter. Vielleicht musst du dich nur ausruhen. Nein, sieh es dir selbst an. Sieh dir an, wie der Atem der Götter aus dem Schoß der Erde kommt. Und hör auf ihre gequälten Schreie. Das war mir nicht aufgefallen. Wo ist dieser Atem? Ich kann sie aus der Unterwelt rufen hören. Die Stimmen der alten Götter. Mhm. Wir haben ein Grab gefunden. Na dann. Das ist, glaube ich, hier lang, ne? Ja. Auf zum Grab. Wir machen jetzt eine Beerdigung. Also mehr oder weniger. Es wird nicht unsere. Trinity ist angespannt. Wenn sie hier sind, dann sind sie vor uns. Das heißt aber, ich bin auf der richtigen Spur. Wenn Dominguez recht hat, muss ich vor ihm bei der Schatulle sein. Mhm. Okay. Upgrade nicht verfügbar, glaube ich. Nein, kein Upgrade verfügbar. Auch schade. Wie sieht's hier aus? Ach so, wir haben ja diese hier. Aufsätze 0 von 2. Ach so, das ist der Schalldämpfer, genau. Wir haben zwar einen Schalldämpfer gekauft, aber nur für diese Waffe. Ja, das ist ein bisschen dämlich gemacht. Was gradet denn den Schaden ab? Das da. Muss man ganz kurz nochmal gucken. Das Geld hätten wir uns eigentlich sparen können. Egal. Ich bleib mal kurz bei der Waffe. Alles ist gut. So. Was haben wir hier? Ach ja. Wir gehen ja jetzt in Richtung... Na, Lara hängt. In Richtung Grab. So, zwei Federn.